Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchenkanal. Ja, und heute habe ich für euch die 4476 Jabba's Price. Und das hier ist wirklich das älteste Set in meiner Sammlung. Und das habe ich mir auch nie gekauft. Das habe ich mal geschenkt bekommen von Bekannten. Die hatten eine Tüte mit Lego damals, ich sag mal über, was sie nicht mehr brauchten, hatten sie mir geschenkt. Und dann habe ich mir Stück für Stück dieses Set quasi zusammengesucht aus diesem riesen Haufen. Und damals, das war vor 10 Jahren knapp, als ich das bekommen habe, da dachte ich mir, naja, gut, was soll ich damit anfangen? Und heute bin ich wirklich froh, dieses Set bekommen zu haben. Und was ist das genau? Also, es ist Jabba's Price. Vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 gab es das. Also es war quasi wirklich nur ein einziges Jahr auf dem Markt, was schon mal für heutige Verhältnisse relativ kurz ist. Heute sind ja die Sets meistens 1,5 bis 2 Jahre auf dem Markt. Wir haben 40 Teile, also ihr seht, da ist nicht viel dran. Und wir haben 3 Minifiguren und eine davon ist sogar exklusiv. Und an der Anleitung oder so habe ich leider wirklich nicht zu diesem Set da. Deswegen gehen wir direkt rein. Wir gucken uns direkt mal an, was das Set kann. Und bei 40 Teilen, wir müssen nicht viel erwarten, ja. Es ist ein, ich sag mal, ein Klassiker für die Leute, die schon länger dabei sind. Die kennen das Set. Ich denke mal, für die meisten hat das auch eher einen emotionalen Wert als einen tatsächlichen, wirklichen Gegenwert. Aber wir gucken einfach mal rein und es wird super. Gut, fangen wir mal an mit den Figuren. Also, hier haben wir einmal, beziehungsweise fangen wir mal damit an, der Hauptfigur. Und zwar haben wir einmal Boba Fett und das ist die SW-002. Es gibt ja auch noch die SW-002B und die 002 ist eben die, die hier noch mit Dark Brown quasi die Highlights hatte. Es gibt die B-Variante, die hat dann die Helm-Highlights mit Rot, mit einem Dunkelrot. Die Figur habe ich auch. Der Kollege hier bringt es allerdings auf 20 Euro etwa. Hat keine Kopfbedruckung, keine Armprints, keine Beinprints. Es ist nicht die krasse Figur aus der Cloud City damals. So, und an sich, klassische Figur, klassischer Boba Fett. So sieht er für mich einfach aus. Das ist für mich Boba Fett hier mit einem Megafon-Plaster. Ohne einen Stud, ja, sondern einfach nur ein schwarzer Megafon-Blaster. Die Hände sind in Dark Grey, ja, sieht man hier ganz gut. Und eine fantastische Figur, wie ich finde. Also, die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich wirklich froh, dass ich den habe. Wie gesagt, circa 20 Euro. Die Variante, die B-Variante mit dem roten Kopfprint, die kostet 17, 18 Euro. Ja, ähnlich teuer beide. Die sind auch wirklich gesprungen in den Preisen. Der war noch vor einem Jahr, glaube ich, bei etwa 10 bis 13 Euro. Und jetzt durch The Book of Boba Fett ist die Figur wirklich preislich explodiert. Also wirklich sehr, sehr krass. Und viel mehr gibt es zu der Figur nicht zu sagen. Eine wirklich klasse Figur. Wie gesagt, eigentlich relativ langweilig. Der Torso ist bedruckt. Und halt hier, der Mold hat halt die Prints drauf. Aber sonst ist da eigentlich nichts los. Also wirklich Basic-Figur, aber ziemlich cool. Und die macht auch den Hauptwert dieses Sets halt aus. Dann haben wir hier noch einen Gamorrean Guard. So, hier mit Dark Grey Armen. Ja, noch die alten Armteile. Und das ist auch eine fantastische Figur. Die hat keinen Print drauf. Ja, das ist die Exklusivfigur übrigens in dem Set. Wegen diesen dunklen Armen eben auch. So, wir tun mal hier die Axt weg. Das erinnert so ein bisschen an diese ganz alten Castle-Sets, wo es die. Was, Castle? Ich weiß es nicht. Wo es diese Trolle gab. Daran erinnert mich die Figur immer. Also im Prinzip eigentlich ein ziemlich langweiliger Körper. Ja, alles unbedruckt und der Mold macht's halt eben aus. So, hier. Heute sieht die Schweinswache ja nochmal anders aus. Ich meine, wir kennen sie alle als Schweinswache, ja. Oder Gamorrean Guard, aber jeder hat gesagt Schweinswache. Eine echt coole Figur, auch sehr besonders, weil die halt nach vorne und nach hinten so breit einfach nochmal ist. Und wirklich finde ich sehr, sehr gut getroffen. Passt sehr gut. Und simple Figur. Also die noch mit ein paar Prints wäre halt echt cool gewesen. Aber gut, das waren die Anfangszeiten von Star Wars damals. Oder relativ am Anfang noch, ja. Passt aber, so gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, exklusiv, kostet aber nur etwa 7,65 Euro. Was jetzt nicht so viel ist für eine exklusive Figur von damals. Da ist halt wirklich Boba mehr als doppelt so teuer. Aber gut, das ist die Figur. Und die dritte Minifigur, naja, es ist weniger eine Minifigur, mehr ist es ja ein Print, ist hier Han Solo. Und bevor wir uns, also Han Solo in Carboniten, bevor wir uns den angucken, werfen wir mal einen schnellen Blick auf die Spielfunktion. Also das ist ja hier die Wand, an der Han Solo eingefroren ist. Hier neben haben wir auch noch ein kleines Control-Panel,
Heute würde man es dann wahrscheinlich eher da vorne irgendwo hinmachen. Und die Spielfunktion ist, dass wir hier diesen Hebel umklappen können und dann fällt Han Solo halt nach vorne. Das war's. Also mehr ist hier nicht los. Und dann können wir uns Han Solo hier eben abnehmen. So, zack, das können wir wieder runterklappen. Und dann haben wir hier unseren Han Solo in Carbonit. Wie ihr sehen könnt, er ist aufgedruckt, ist kein Aufkleber, so wie es bei der 6211 zum Beispiel war. Da ist ja ein Hologramm dabei von Palpatine und das war ein Sticker. Und das hier ist aber wirklich ein Print, so ein bisschen Metallic-Look. Ihr seht es hier im Licht. Das spiegelt ganz schön, die Rückseite ist nicht bedruckt. Und ich muss sagen, ist wirklich ja, besonders. Ist natürlich nicht so breit wie eine normale Minifigur, ja. Also wenn ihr seht, ich kann Han Solo hinter Boba verstecken. Ja, haben sie halt so gelöst, dass es hier irgendwie passt mit den Armen. Naja, gut, passt, aber finde ich wirklich nur einen coolen Stein, weil es ist ja keine Figur, es ist ein Stein. Aber der bringt es tatsächlich auf 2,66 € heute. Und da muss ich sagen, bin ich mir sicher, dass es bei vielen Leuten wahrscheinlich in irgendeiner Kramskiste einfach rumliegt. Irgendwie mal eine Kiste mit Kram gekauft und dann wurde mal dieses Set irgendwann geholt. Und der Stein ist wahrscheinlich untergegangen, weil viele dann die Rückseite sehen und sich denken, ja, normaler 2x1 hoher Brick, na, und dann landet er in der Brickkiste. Und wenn man dann den mal umdreht, sieht man hier auf einmal die Figur. Also, ja, der Print macht halt alles aus. Und wie gesagt, circa 2,66 € hoch. Und ja, das ist unsere dritte Minifigur. Und was bei dem Set halt ganz besonders ist, hier wurde noch mit Dark Grey gearbeitet. Also hier unten das. Hier das ist in Dark Grey. Heute hätten wir Dark Bluish Grey. Heute hätten wir vor allem auch ein ganz anderen Bild wahrscheinlich. Aber das ist Dark Grey und hier oben die beiden sind auch Dark Grey und das Teil ist auch in Dark Grey und so alles in allem, ja, ein ziemlich langweiliges Set vom Bild her, weil das habt ihr in ja, nicht mal 2 Minuten gebaut. Die Plate hier unten ist ganz cool. Das ist eine 8x8er in 10, finde ich ganz schick, ja. Könnte man ausschlachten, aber naja, bei mir landet es einfach in einer Tüte und wird jetzt für sowas mal rausgeholt, aber ansonsten fange ich damit nichts an. Vor allem will ich es halt auch zusammenhalten wegen diesen Dark Grey-Teilen, weil wenn die verloren gehen, ist das wirklich ärgerlich. Die kriegt man ja heute ein bisschen schwieriger nur nach. Die werden ja nicht mehr produziert. Und ja, die UVP habe ich ganz vergessen. Da waren wir damals, ja, 2003 müsst ihr überlegen. Für diese drei Figuren und diesen wirklich, naja, mittelguten Bild waren wir damals bei einer UVP von 10,49 €. Und damals waren ja 10 € schon ein bisschen mehr, als es heute sind. Heute können wir froh sein, wenn wir für 10 € ja, zwei Minifiguren vielleicht mal bekommen. Aber damals waren halt 10,49 € war schon eine Ansage für ein Spielzeug. Das war schon damals sehr teuer. Und in heutiger Relation wäre das eigentlich ein Schnäppchen für 10 € drei Minifiguren und dabei auch noch so coole Figuren zu bekommen. Naja, gut. Soll soweit eigentlich passen. Also Preis-Leistung war damals, glaube ich, ganz okay. Was kostet das Set heute? Ich habe eben mal ein bisschen in Kleinanzeigen rumgeschmökert und da findet man nicht so viele Angebote hierzu. Da gibt es irgendwie ein Angebot mal für 10 €, aber viele liegen bei 40 bis 60 €. Gebraucht, nicht original verpackt. Manche dann noch mit Anleitung und Verpackung. Das macht es natürlich wertvoller. Bei mir ist nichts mit dabei. Aber so circa 40 €, denke ich mal, muss man für dieses Set ausgeben. Die Figuren, die bringen es ja schon auf 30 €. Also, ja, muss man sich überlegen, ob man das drumherum braucht. Wenn man es für, ich sag mal, 30 € und weniger kaufen kann, sollte man es auf jeden Fall mitnehmen, wenn die Figuren hier, vor allem wenn Boba Fett in einem guten Zustand ist oder halbwegs gut im Zustand ist, dann auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ansonsten, ja, muss man sagen, 40 € ist es eigentlich nicht wert. Da sollte man sich dann schon die Figuren einzeln kaufen. Aber es sind halt auch Liebhaberpreise, ne? Wenn jemand damit aufgewachsen ist und das Set unbedingt wieder haben möchte, der kauft es auch für 40 €. Also von daher, das ist schon okay. Aber kauft es nicht auf Teufel komm raus, ja, weil wie gesagt, nur diese Figur ist exklusiv. Vielleicht kriegt er die anderen auch mal über andere Sets ein bisschen preiswerter und dann passt das schon alles. Was aber noch erwähnenswert ist, bevor ich es vergesse, ich mache mal dafür die Figuren weg, das konnte man damals an das große Schloss von Jabba mit anbauen. Dann eben jetzt hier so ein Technik, einmal zwei Brick und da konnte man es dann dran stecken und da gab es noch ein weiteres
Set, so ein kleines Mini-Set. Da war R2, C3PO und dieser, ich weiß gerade nicht, wie der Diener von Jabba hieß. Da waren die drei Figuren auch nochmal dabei, war so ein Set eben auch. Und in der Mitte gab es einen großen Palast und da konnte man die drei zusammenstecken und das war's dann. Ja, gibt's auch als Komplettset noch zu kaufen von manchen Leuten, die die Sammlung auflösen. Aber nur, dass es erwähnt ist, das gehört quasi noch an was anderes dran, so eine Art Modular-Building oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber gut, so, ich denke mal, die meisten, wie gesagt, würden es eh wegen den Figuren haben wollen und kaufen. Und deswegen sind wir ja hier. Das war's jetzt auch schon zu dem Set, weil wie gesagt, mehr kann man da jetzt auch nicht zu sagen. Schöne Figuren, eine ordentliche, ein halbwegs okayer Preis wäre es für heutige Verhältnisse. Aber wenn ihr es gebraucht kauft, überlegt euch wirklich, ob ihr so viel dann ausgeben wollt, 40 Euro, kauft es ein bisschen günstiger und dann passt das Ganze auch. Und das soll es auch gewesen sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich fast 11 Minuten zu diesem Set erzählen kann, weil eigentlich nicht viel los ist. Aber gut, so ist es halt. Ja, habt einen schönen Tag. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt mir was Nettes rein. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut gerne auf Instagram vorbei, da habe ich jetzt noch nicht so viel gepostet. Ich sag's immer wieder, irgendwann muss ich da auch mal ein bisschen mehr machen. Aber gut, genau. Das soll's gewesen sein. Baut was Schönes, habt ein schönes Wochenende, beziehungsweise schöne Tage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.